Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kinder stark machen. Ja, wir sind das Kinder stark machen Team und ich bin Antje. Ich bin der Philipp. Ich bin Lisa. Und ich bin Dan. Ja, und Kinder stark machen, das ist die Mitmachinitiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Normalerweise sind wir immer in ganz Deutschland unterwegs, aber zurzeit gilt auch für uns, wir bleiben zu Hause. Und deshalb haben wir für zu Hause für euch und eure Familie ein paar ganz tolle, starke Spielideen zusammengestellt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim Ausprobieren und Spielen zu Hause ganz viel Spaß habt. Denn Kinder stark machen, das steht für Teamgeist und es soll das Selbstvertrauen von Kindern stärken. Und falls eure Eltern jetzt noch Lust haben, ein bisschen mehr über Kinder stark machen zu erfahren, dann geht das ganz einfach auf unserer Homepage unter www.kinderstarkmachen.de. So, und jetzt geht's los bei uns, und zwar mit meinem lieben Kollegen Dan und unserem Begrüßungsritual. Ganz genau. Ich habe euch nämlich ein kleines Ritual mitgebracht, was wir jetzt immer an dieser Stelle machen können. Das Ganze ist ein Klatschrhythmus. Es gibt erst einen Dreier, dann einen Fünfer und abschließend einen Zehner. Wir beginnen ganz vorne mit dem ersten. Eins ist einmal in die Hände klatschen. Eins, zwei ist einmal auf die Brust und drei auf die andere Seite auf die Brust. Wir probieren es einmal alle gemeinsam. Achtung, eins, zwei, drei. Und direkt nochmal ohne Zählen. Los geht's. Als nächstes lernen wir den Fünfer. Der Fünfer beginnt immer auch mit den ersten drei Klatschern, die wir schon kennen. Und dann kommen noch zwei neue hinzu. Wir gehen durch. Achtung, eins, zwei, drei. Und die 4 ist einmal auf den Oberschenkel und die 5 auf den anderen Oberschenkel. Alle zusammen mitzählen, okay? Ich helfe euch. Achtung! 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, gar nicht so schwer. Als letztes kommt der Zehner. Auch der beginnt immer mit dem 5er, den wir schon kennen. Und dann kommen neue Bewegungen dazu. Ich zeig's euch. Achtung! 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt die 6. Einmal mit dem Fuß stampfen. 7 mit dem anderen Fuß, 8 auf die eine Seite der Hüfte und die andere Seite der Hüfte. Das ist die 9. Die 10, wir springen in die Luft, klatschen in die Hände und stampfen mit den Füßen auf den Boden. Achtung, und 10. Perfekt. So, und jetzt machen wir noch einmal den 10er, aber ohne Zählen. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Perfekt. Und am Ende kombinieren wir alles. Erst der Dreier, dann der Fünfer und zum Abschluss der Zehner. Ich glaube, sofort ohne Zählen, das schaffen wir. Achtung, los geht's! Klasse, das ist unser Begrüßungsritual und jetzt können wir weitermachen. Klasse, dass ihr heute wieder dabei seid und euch mit uns warm machen wollt, weil dem Kinderstarkmachen-Team ist ein bisschen kalt und gemeinsam wollen wir hier ein bisschen aufheizen. Das tun wir folgendermaßen. Wir fangen an mit der ersten Bewegung. Das ist Laufen auf der Stelle. Antje kennt sich aus und weiß, wie das funktioniert. Tippelschritt, wunderbar, hervorragend. Jetzt kommt eine zweite Bewegung dazu, die heute neu dazu kommt. Und zwar dann das rechte Knie anheben und den rechten Ellbogen zum Knie führen. Sehr gut, das gleiche auf der linken Seite. Wunderbar, das klappt prima. Lisa, einmal nach links zeigen mit beiden Armen, so ungefähr, sehr gut. Und zur anderen Seite, perfekt, das ist großartig. Also es gibt wieder drei Bewegungen und wir fangen an mit dem Knie. Danach laufen auf der Stelle und dann zeigen nach links, zeigen nach rechts und laufen wieder auf der Stelle. Die Musik, das werdet ihr gleich merken, die wird immer schneller. Wir werden richtig warm. In diesem Sinne, Bewegung macht fröhlich. Los geht's, Musik ab. Laufen, 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 zeigen, zeigen. Laufen, laufen, laufen und Knie, Knie. Laufen, laufen, laufen. Ihr macht das super. Die Musik wird schneller. Noch schneller. Ihr merkt, es wird schon wärmer. Und spätestens jetzt braucht man eigentlich keine Jacke mehr.
Super. Und Endspurt. Und noch schneller. Endspurt. Wer hält noch durch? Seid ihr fit zu Hause? Wunderbar. Einmal ganz tief durchatmen. Warm sind wir schon, aber einen ganz kleinen Endspurt habe ich noch vorbereitet für euch. Achtung, wir laufen auf der Stelle. Und das Knie. Laufen. Und zeigen. Großes Finale. Endspurt. Ihr seid super. Ihr seid wunderbar. Ein Riesenapplaus für euch. Mensch, richtig klasse. Und für euch natürlich auch zu Hause, liebe Kinder, liebe Eltern. Ihr habt richtig super mitgemacht. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, der ist auf jeden Fall richtig fit und kann jetzt mit Dan beim Jonglieren weitermachen. Viel Spaß dabei. Los geht's. Ganz genau. Ich freue mich schon. Deshalb lade ich euch ein. Kommt mit in die kleine Jonglierstunde. Willkommen zu Dans Jonglierstunde. Heute zeige ich euch wieder einen meiner Lieblingstricks zum selber ausprobieren. Und wie immer braucht ihr dafür einen Jonglierball und wenn ihr keinen habt, einfach zusammengeknüttelte Socken. Nein, Socken. Ganz genau. Schön zusammenknüddeln zu einem Ball, dann funktioniert auch der nächste Trick. Ich zeige ihn einmal vor und dann gehen wir kleinschrittig durch. Heute geht es um den Rückenwurf. Von vorne sieht das so aus. Und jetzt für euch einmal von hinten. Was ist hier zu beachten? Wir versuchen, den Sockenknäuel von der einen Hand hinter den Rücken zu werfen. Er soll über der Schulter wieder runterkommen. Ich versuche, ihn früh genug zu sehen, um mit der freien anderen Hand zu fangen. Wenn das am Anfang nicht so gut klappt, mit einer Hand zu fangen, kein Problem. Ihr fangt einfach mit zwei Händen auf. Noch einmal für euch die Rückenansicht, denn da gibt es noch einiges zu erzählen. Versucht mit eurer Hand, wo der Sockenknäuel drin ist, so weit wie möglich Richtung Schulterblatt zu kommen. Wenn ihr mit dem Handrücken in euer Schulterblatt reingeht und dort die Hand aufmacht, dann geht der Sockenknäuel fast ganz alleine in der richtigen Bewegung über eure Schulter und ihr könnt ihn sehen und wieder auffangen. Die Augen helfen euch dabei sehr viel. Versucht also so früh wie möglich mit den Augen auf den Ball zu schauen, auf der Schulter, wo er gleich kommen wird. Ihr seht also, ich versuche sehr, sehr früh schon zu schauen, wann kommt der Socken, damit ich ihn gut fangen kann. Ein Fehler, der dabei häufig gemacht wird, ist, dass man versucht, mit seinem Handrücken bereits ganz, ganz nah ans Schulterblatt zu gehen, um ihn dann erst hier rauszuwerfen. Das ist aber gar nicht so einfach. Versucht also eher euch vorzustellen, die Bewegung beginnt bereits in der Ausgangsposition. Der Socken wird schwer, geht nach hinten und drückt ihn über die Schulter wieder hoch. Wer möchte, kann sich dabei gerne mit den Knien ein bisschen helfen und so mit dem ganzen Körper den Socken nach oben zu drücken. Das war der Trick für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Ich habe eine Torwand selbst gebastelt, einfach aus einem Karton. Das könnt ihr zu Hause natürlich genauso machen. Jetzt ist es das Ziel, mit einem Besen auf diese Torwand zu schießen, und zwar Sockenbälle. Das könnt ihr also alles zu Hause machen und nebenbei noch den Hausputz erledigen. Ich stelle die Torwand gleich zur Seite. Die beiden, die spielen mit. Und wer als erstes dreimal durch die Torwand geschossen hat, der hat gewonnen. Klar soweit? Jawohl. Dann fangen wir an. Los geht's. Dann magst du loslegen. Ja, ich fange an. Bitte. Perfekt. Erster okay. Ball. Achtung. Und los geht's. Jawohl. Direkt versenkt. Erster Punkt. Ist ja gar nicht. Nicht schlecht. Philipp. Konzentration. Und ach, zu kurz. Ah. Okay, zweites Spiel. Und jawohl. Mittig versenkt. Super. So, das musst du mal nachlegen hier. Da verbaust du dir was. Die liegen direkt vor Magst den du die reinschubsen da? Wenn ich das jetzt nicht tue, dann glaube ich, habe ich gute Chancen, das Spiel und zu gewinnen. Auch oh, ich habe fast reingemacht. Du hast ja noch einen. Jetzt kannst du mit einem Schlag alle drei. Das bedeutet, Dan hat erst zweimal getroffen. Ihr holt euch eure Sockenbälle einfach zurück, denn wir spielen so lange, bis einer dreimal getroffen hat. Ah, okay. Philipp hat also noch eine Chance. Ah, ja, alles klar.
2, also für mich. Wie wunderbar die beiden hier gleichzeitig auch noch fegen, gefällt mir ausgezeichnet. Das kann ich mir vorstellen. Okay. So, Dan hat schon zweimal getroffen, dann würde ich sagen, darf der Philipp jetzt mal starten. Dankeschön. Ja. Sehr gut. 1:2. Und? Ah, nicht ganz. Das wäre fast der Sieg gewesen. 2:2. Sehr gut. Nicht schlecht. Und damit hat Dan gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Super Spiel. Macht echt viel Spaß. Das bedeutet, schnappt euch einen Karton, fangt an, eine Torwand zu basteln und probiert es direkt selbst zu Hause aus. Ganz viel Spaß dabei. Heute habe ich euch eins meiner Lieblingsspiele mitgebracht, und zwar den Wortsalat. Dafür braucht ihr ein paar leere Blätter und einen Stift und die Idee für einen Satz, den ihr aufschreiben wollt. Dann schreibt ihr auf jedes Blatt ein Wort und verteilt diese Blätter entweder auf dem Boden oder auf dem Tisch oder an der Wäscheleine, so wie wir sie hinten aufgehängt haben, wenn ihr sowas zur Verfügung habt. Der Rest der Familie, der muss gleich versuchen, diesen Satz herauszufinden. Und er hat eine Minute Zeit dafür. Es gibt noch einen kleinen Tipp von mir. Was steht am Ende eines jeden Satzes? Ein Punkt. Sehr gut, Philipp. Ein Punkt. Habt ihr noch Fragen? Nein. Nein. Gut, dann würde ich sagen, ihr macht euch bereit. Eine Minute ab jetzt. Und wir sagen auf die Plätze, fertig, los. Groß alle ist Anfang. Groß, Kinder ist groß. Alle Kinder alle einfach? Reden, alle Kinder dürfen. Also alle können wir schon mal aufhängen. Alle Kinder dürfen entscheiden und sollen selbst und mitreden. Sollen selbst mitreden, alles klar. Na, dann fangt mal an aufzuhängen. Mal gucken, ob das klappt. Alle Kinder dürfen, die dürfen entscheiden, ja. Die dürfen entscheiden und sollen selber. So, was denkt ihr denn zu Hause? Mitreden. Kann das so funktionieren? Oder müssen die vielleicht noch mal was korrigieren? Was denkt ihr? Oh, der Punkt. Oh, oh. Ah. Der muss ans Ende. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Los geht's. Alle Kinder sollen. Sollen. Pass auf, schieb einfach rüber. Selbst dürfen. Oder so. Mitreden, nee, und selbst mitreden dürfen. Dürfen kommt ans Ende. Nee, selbst entscheiden, Dan. Ah. Oh. Jetzt wird's eng. Sollen mitreden und selbst entscheiden. Jetzt hast du mir eine Wäscheklammer geklaut. Uiuiuiui. Ach da. 5, 4, 3. Ah, knappe Geschichte. Lisa, würdest du einmal den Satz vorlesen, für den ihr euch zum Schluss noch entschieden habt? Klar. Alle Kinder sollen mitreden und selbst entscheiden dürfen. Punkt. Genau. Und das stimmt natürlich. Alle Kinder sollen auch selber entscheiden und mitreden dürfen. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung von Kindern, dass sie zu selbstbewussten und selbstbestimmten jungen Menschen heranwachsen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren mit eurer Familie. So, wir kommen jetzt zu unserem Kinder-Stark-Machen-Mitmach-Song. Und damit ihr gleich fleißig mittanzen könnt, erkläre ich euch als erstes mal die Bewegung. Die rechte Hand geht hoch, die linke Hand geht hinterher. Ihr klatscht mit beiden Händen auf die Knie und springt mit einem lauten Hey nach oben. Hey! Super. Danach geht's 4 Schritte nach hinten, ganz leicht. 1, 2, 3, 4. Dann geht wieder die Hand nach oben, die zweite Hand geht hinterher. Ihr klatscht auf die Knie und springt mit einem lauten Hey nach vorne. Perfekt. Und dann noch einmal 4 kleine Schritte nach hinten. Super. Das Ganze können wir jetzt mal ausprobieren, oder? Mit Musik. Seid ihr bereit? Ihr auch? Los geht's. So, das hat doch schon mal super geklappt. Das war der Teil 1. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und da kommt dann auch noch der Text dazu. Ihr macht schon mal die Bewegung und ich gebe euch den Text rein. Seid ihr bereit? Ihr auch? Los geht's. Na, 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 na. Hey, starke Kids geben Gas. Na, 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 na. Hey, starke Kids haben Spaß. Na, 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 na. Hey, starke Kids machen mit. Na, 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 na. Hey, starke Kids sind der Hit. Super. Das war es leider jetzt schon mit dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr so super zu Hause im Wohnzimmer mitgemacht habt und ja, hoffentlich genauso wie wir viel Spaß hattet. Jetzt kommen wir zum großen Finale und sagen einfach mal Musik ab. Viel Spaß und bis bald. Thank you.
Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.